Herzlich willkommen zu Teil 4 unserer Serie Wer bin ich wirklich? Ich bin Cornelia Heule und ich möchte heute mit uns über Image sprechen oder wie wir uns sehen. Es gibt viele Facetten davon, wer wir sind oder zu sein scheinen. Das eine ist, wie wir uns sehen, das andere ist, wie andere uns sehen. Oder wie wir gerne hätten, dass andere uns sehen. Wir nennen das auch Image. Und wir arbeiten ständig an unserem Image. Und viele von uns machen über Zeit an ihrem Image zu arbeiten. Und wir verbreiten unser Image in den sozialen Medien, damit andere ein Bild von uns haben. Das Bild nämlich, das wir gerne möchten, das sie von uns haben. Aber seien wir ganz ehrlich, bist du das wirklich? Was wirklich zählt, ist nicht Image, sondern Identität. Und einige von uns wissen gar nicht mehr, wer sie wirklich sind, weil sie so lange daran gearbeitet haben, die Person zu sein, die sie denken, andere wollen, dass sie diese Person sind. Also eine Person, die anderen gefällt. Gott will, dass du lernst, dich so zu sehen, wie er dich sieht. Dass du lernst, dich so zu sehen, wie er dich geschaffen hat. Und jetzt mal unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht, Gott hat dich wunderbar geschaffen. Und das lesen wir auch schon im Psalm 139, in Vers 13 und 14, da lesen wir, denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Danke Gott einfach jeden Tag dafür, dass er dich geschaffen hat, dass er dich wunderbar geschaffen hat, dass er dich so geschaffen hat, wie du bist, mit dieser Persönlichkeit, die er dir gegeben hat. Danke ihm dafür und so wirst du immer mehr lernen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Aber es geht noch um viel mehr. Gott will nicht nur einfach, dass du ihm dankst dafür, wie wunderbar du geschaffen bist, sondern Gott hat dich geschaffen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er möchte mit dir austauschen, er möchte dich persönlich kennen oder vielmehr, er möchte, dass du ihn persönlich kennst und jeden Tag Gemeinschaft hast mit ihm. Denn darin besteht das wirkliche Leben, das Gott dir gegeben hat. Und Gott hat immer mehr für dich. Und darüber werden wir in unserem nächsten Input sprechen, weil das Leben mehr ist. Also sei unbedingt wieder dabei. Bis dann!